Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige Ihnen ein kurzes Video, wie man Ortlang Syne, ein sehr, sehr altes, sehr schönes schottisches Abschiedslied, als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Im ersten Teil habe ich es langsam gespielt, jetzt kommt der zweite Teil, wird Fingerpicking gespielt, relativ schnell, immer mit diesem Wechselbass, den der Daumen spielt. Wichtig, die Gitarre ist in einer offenen C-Stimmung, auf offenen C-Akkord gestimmt. C, G, C, G, C und E und Kapotaste ist am zweiten Bund. Ich beginne mit den ersten beiden Takten. Drei, vier. Und jetzt kommt ein Griff, zweimal die zwei, einmal auf der zweiten Seite mit dem Ringfinger, einmal auf der vierten Seite mit dem Mittelfinger. Und dieses Zeichen bedeutet, dass ich relativ schnell hinaufhämmere. Also ich spiele den Bass mit dem Daumen und gleichzeitig hämmere ich den Griff aufs Griffbrett. Ich spiele diese zwei Takte langsam. 3, 4. Jetzt hänge ich die ersten vier Takte zusammen, spiele bis hierher. 3, 4. Jetzt kommen Leerseiten. Diese vier Takte von der Null weg bis zum Ende. 3, 4. Dann kommt wieder dieser Griff. Jetzt wandert dieser Griff um eine Seite nach oben. Ich spiele jetzt diese zwei Takte. Ich spiele jetzt alles ganz langsam vom Anfang an bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Schnelleren Tempo. 3, 4. Und dann geht es weiter. Das sind alles bekannte Teile jetzt. Ich spiele von diesem Fünfer, also von wiederholt von hier weg bis zu diesem Schluss, alles bekannt. Musik.
spiele es einmal durch, genauso wie es hier steht. 3, 4.